Hallihallo und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. So, wir haben hier gerade einmal Dünger geladen. Jetzt holen wir noch Saatgut und dann geht die Sämaschine auf unser Feld 39. So, der Fendt-Favorit, der ist hier. Da wollten wir ja Gülle mitfahren. Und zwar Gülle zur Düngeproduktion rüber. Dann machen wir das mal schnell. Ich weiß nicht, wie viel hier noch drin ist an Gülle. Können wir ja gleich mal gucken. Wo war denn das? Hier. Gülle. Naja, ist nicht viel, aber wir bringen es rüber. Und dann schauen wir, was es sonst noch so zu tun gibt. Also wir haben ja einiges an Missionen angenommen. Um die müssen wir uns auf jeden Fall kümmern heute. Ja, da drüben wird Silage gefahren. Guck mal, hier ist ein Verkehr. Oh, die Sämaschine kommt hier wegen dem Auflieger nicht raus. Den haben wir da klar doof dahingestellt. Jo, das müssen wir zugeben. So. Gut, dann sollte das funktionieren. Ich hoffe, dass der da rumkommt. Natürlich nicht. Wie hätte es auch klappen sollen auf einmal hier? So, ja, guck mal, der Silagefahrer ist schon wieder voll. Der macht sich schon wieder auf die Tour zur nächsten Runde. Ja, und wir sollten auf jeden Fall, auch wenn es teuer wird, wieder Diesel kaufen. Das wäre eigentlich so die nächste Tour für den hier. Tankstelle Süd Diesel zum Kiesberg mit Diesel. So, hier kommt nichts mehr rein. Das heißt, das war's dann. Ja, wir brauchen Diesel für den Holzfäller. Da führt kein Weg dran vorbei. Da müssen wir einmal auffüllen. So, während der hier ablädt. Versuchen wir dem mal kurz hier rauszuhelfen. Ja. Ja, dann geht der gleich auf die Reise. Wie gesagt, es ist teuer, ich weiß, aber wir müssen das Geld halt irgendwie wieder erwirtschaften. Aber das kriegen wir auch hin. So, weiter geht's. Der ist unterwegs. Der hängt hier. Da können wir gleich mal gucken, ob das funktioniert, den zur Abholung hinzuschicken. Da habe ich ja einen Sonderkurs sozusagen eingefahren. Der müsste jetzt genau hier schön dazwischen fahren. Oh, was haben wir hier? Wir haben hier zwei Arten von Paletten. Ach, das ist dann wohl die Melasse, okay. Das funktioniert schon mal so. Wir brauchen hier aber keine Rundballen, keine Quaderballen. Europaletten hört sich doch gut an. So, gibt es noch mehr? Ja, gucke mal. Ach, schön. Dann würde ich sagen, würfeln
bringen wir das doch erstmal. Oder nee, wir holen noch den anderen Zucker ab. Wir holen noch den anderen Zucker ab. Und bringen das dann erstmal ins Lager. Ah ja, hier, guck mal. Den können wir ausmachen. Wir machen Silageballen. Also brauchen wir. Ja, Schwadablage ist an. So, dann nehmen wir den raus. Machen hier 9 Meter, 2 Vorgewände weich. Ja, passt, passt, passt. Generiere Kurs. Und haben wir auf den Bahnen beginnen? Ja, sogar das haben wir. Gut, erster Wegpunkt. Los geht's. Und wir können den Kurs schon mal kopieren, weil dann könnten wir den quasi hier reinnehmen. Erster Wegpunkt. Da können wir nämlich die Ballenpresse direkt hinterher schicken gleich. So. Oh. Jungs, was macht ihr denn da? So. Unser Drescher ist angekommen. Ist die Frage, ja gut, das Feld ist groß. Nee, ich wollte schon sagen, dreschen wir selbst. Aber nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel hier. So, drei Vorgewände, scharfe Vorgewände, selbstverständlich beim Dreschen immer. Erster Wegpunkt, los geht's. So, guck mal, der legt los, die Ballenpresse direkt dahinter. So, wo ist denn jetzt der Abfahrer? Okay, das hat nicht so optimal geklappt hier. Also der ist schon wieder zu voll beladen. Ich merke es. Gut, dann fahren wir doch erst ins Lager. Er kommt ja hier gar nicht ums Eck rum. Ach Mann. Das ist ein richtiges Problem. Das ist jetzt ein richtiges Problem. Der Zucker ist einfach zu schwer. Ich müsste mir hier mal den Gewichtemod mit draufnehmen, damit wir sehen, wie viel Tonnen das Fahrzeug hat. Ich glaube, dann würde das sehr amüsant werden. Ja, mal schauen, wie weit wir da kommen. Ja, du musst getankt werden. Melasse wird hier nicht angenommen. So. Und schon wieder. Ich glaube, den Gewichtmod, den werde ich mir gönnen mal für die nächste Folge. Einfach nur, um mal zu staunen, was da abgeht. So, du hast auf jeden Fall Saatgut geladen.
Wir können ja mal gucken, was unsere Luzerne macht. Okay. Also wir sollten auch dahin gehen, dann können wir auch dahin springen. Oh ja, da wächst schon was. Im Wachstum, Wachstumsphase 2 von 3. Okay. Das geht fix, aber nur, wie ist das gedüngt? 100% gedüngt, Ertragsbonus 98%. Gedüngt. Hier müssen wir noch mal ran. Hier müssen wir noch einmal ran. So, hier kommen die ersten Silageballen und hier geht wieder das Geld weg. Schafft der das heute noch irgendwie mal anzukommen? Ja, der wird's vermutlich nicht schaffen. Ich glaube, wir brauchen hier irgendwie einen anderen LKW für die Paletten. Eventuell müssten wir mal diesen Krone Swap Buddy testen. Ich weiß ja, ich glaube, den habe ich schon mit drin. Müsste ich aber mal gucken. Eventuell fürs nächste Mal, dass wir uns den einfach mal ausleihen. Dieses Wechselbrückenfahrzeug, das ich hier auch auf der im Elm Creek Projekt benutze. Das wäre vielleicht mal eine Option. Weil dann würde ich einfach sagen, wir gucken mal, ob wir jetzt mit dem einfach nur bis zum Shop kommen. Weil dann könnte man den hier rein fürs Schüttgut benutzen. Also dann bekommt der eben den Reichanhänger wieder dran. Und der Swap Buddy würde dann dementsprechend Paletten fahren. Ja, dann stellen wir den nämlich einfach hier irgendwo beim Shop hin. Wir sehen ja, wie er sich fahren lässt. Ja, komm, wir laden jetzt hier die Paletten einfach ab. Falsche Seite. Laden die hier ab und werden uns das dann das nächste Mal anschauen. Gut, noch haben wir ja ein bisschen Zeit. Ja gut, Ballen könnten wir. Ja, für Ballen fahren reicht. Der ja, das heißt Feld 47. Das kriegen wir doch auch mit dem hin. Ja, gut, fahr du erstmal zur Werkstatt. Alles klar. So, Silage. Silage, Silage. Fermenter. Fabrik Fermenter ist immer noch einiges da und wird gefüllt. Mist wird auch gefüllt, aber ich vermute mal, ja, dass der hier wieder nicht wegkommt. Genau. Aber dafür haben wir ja den starken Bauern drauf. So, das hier läuft gut. Das geht auch ganz gut hier. Ja, du piepst hier rum, ich weiß. So, schafft er das hier rein, ohne hängen zu bleiben? Ja, und repariert er sich? Ja. Reparaturkosten. Ah ja, guck mal, da ist eine angekommen. Jetzt ist die Überlegung. Hier machen wir Roggen drauf. Hier machen wir Roggen. Gras, Roggen.
Ja, wobei ist die Frage, wollten wir nicht vorher pflügen? Wäre das nicht sinnvoll? Ja, man sollte vorher gucken, was man mit den Feldern machen muss. Die 39. Braucht kein Kalk. Ja, muss nicht gewalzt werden. Gemulcht haben wir's. Ja gut, wir müssen es nicht unbedingt. Dann machen wir es auch nicht. Das heißt, wir machen hier einmal. Jetzt sind wir da 90, vier Vorgewende. Wir fangen auf den Bahnen an. Wir lassen eine Reihe aus. Ja, genau. Weil das mit dem großen Teil beim Wenden doch sinnvoll ist. Dann machen wir erster Wegpunkt. Okay, let's go. Muss entladen werden. Ach, das ist der Drescher. Aber das passiert schon. So, hier kommt der nächste Nachschub. Warte mal, Mist, haben wir die eigentlich wieder angemacht? Ja, Mist läuft. Genau, Rübenschnitzel hatten wir aus. Was haben wir denn hier an Rübenschnitzel? Auch 38.000 schon. Und Kompost ist auch da. Ja. Könnte schlimmer aussehen, könnte schlimmer aussehen. So, den fahren wir mal beiseite. Auch den kleinen Anhänger. Wie gesagt, er ist zwar schön, aber in der Kombination mit dem Gator einfach nicht zu gebrauchen. Das heißt, den stellen wir einfach irgendwo hier draußen jetzt mal ab. Schauen mal, wie viele Paletten es hier schon gegeben hat. Naja, es sind nur vier Stück. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Und. Ah ja, hier. Die wachsen auch noch nicht so wirklich. Aber hier. Es läuft auf jeden Fall. So. Kollegen, Kollegen, wie sieht's aus? So, hier kommt der Roggen in den Boden. Bong. Ah ja, hier sind wir. Warte mal. Zack. Ballen haben wir jetzt hier. Rundballen 125. So, dann können wir nämlich anfangen, hier die Ballen einzusammeln. So mal die erste ein, zwei Bahnen schon mal. Was weg ist, ist weg. Das ist schön. Wir können zwei Reihen auf einmal sammeln. Da haben wir einen übersehen. Ja, gut, den können wir irgendwann später mal auch noch wegholen.
Da haben wir schon ja, einen ersten Schwung an Ballen gesammelt. Wo gehen die denn hin? Rein theoretisch können wir da ja schon mal was wegbringen. Zur Gärtnerei. Na gut, warten wir doch noch ein bisschen. So, genau. Hier, das hatte funktioniert. Ah ja, hier wird der nächste Schwung gekauft an Mist für die BGA. Ach ja, BGA. BGA ist ein gutes Ding. Wie sieht es da aus? Elektrische Ladung ist schon fast. Ah ne, das ist Zuckerfabrik. Die ist vollgelaufen. Das heißt, wir können eigentlich den Strom von der BGA langsam wieder umswitchen auf verkaufen. Ja, noch lassen wir es mal. Wir gucken mal, wobei hier sind wir voll. Der braucht es nicht. Die Futterfabrik ist voll. Na doch, doch, dann lass uns den auf direkt verkaufen stellen. Dann gibt es wenigstens immer ein bisschen Kohle von der BGA. So, guck mal, hier ist einer angekommen. Ja, und wenn ich jetzt schon wieder auf die Uhr gucke, wenn man im Flow drin ist, vergisst man einfach die Zeit. Liebe Leute, es ist schon wieder Feierabend. Ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann gucken wir uns mal den anderen LKW an. Wie gesagt, ich lade jetzt hier noch schnell den Diesel ab und ja, alles Weitere sehen wir dann. Ich sage auf jeden Fall jetzt erst einmal Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.